Herr Hoch, der Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz erwartet bei steigenden Zahlen eine neue Debatte über die Corona-Impfpflicht. Aber ein Impfregister wäre laut dem Herr Hoch natürlich nicht notwendig, weil die allermeisten Menschen würden sich natürlich an diese Impfpflicht halten. Ist ja ganz klar. Das bedeutet, man geht zum Arzt, dann legt man nicht nur seine elektronische Gesundheitskarte vor, nein, man darf auch seinen Impfausweis vorlegen. Und wenn man den nicht hat, dann erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt. Und was dann passiert? Eine Geldstrafe oder ein Besuch zu Hause? Man weiß es nicht. Steht alles in den Sternen. Wahrscheinlich läuft es dann so ab wie da unten, dass man gar nicht mehr zu einem Testcenter gehen muss, dass überall solche Roboter da sind und man schon seinen Corona-Test eben machen kann, ohne großen Aufwand. Ist doch eine schöne neue Welt, oder? Und wenn wir schon bei dem Thema Impfpflicht sind, dann hören wir doch mal zu, was Mr. Bill Gates himself zu diesen Impfungen zu sagen hat, die so gut wirken. Hört genau hin! And then, you know, if we do come up with vaccines, we want vaccines that are infection blocking and long duration, which today, you know, the vaccines have saved millions of lives, but they don't have much in the way of duration, and they're not good at infection blocking. But they don't have much in the way of duration, and they're not good at infection blocking. But they don't have much in the way of duration, and they're not good at infection blocking.